Nederland en Duitsland maken zich stilaan op voor de clash van woensdag in Kharkiv. Voor de Mannschaft met al 3 punten op zak kan de kwartfinale al binnen zijn. Voor Oranje zit er niets anders op dan te winnen na het verlies tegen Denemarken. De Duitse verdediger Mats Hummels weet dat de Nederlanders vol in de aanval zullen gaan. Tegen Holland wäre es schön, wenn wir nur Arjen Robben rausnehmen müssten, aber mir fallen da leider noch ein paar andere ein. Ich habe auch einen Teil des Spiels gesehen. Wenn man sieht, dass sie da Snyder, Affelei, Van Persie haben, dann ist das auf jeden Fall geballte Offensivkraft. Aber die Dänen haben das richtig gut gemacht, zumindest in vielen Situationen. Ich habe ja nicht das ganze Spiel gesehen. Und deswegen wird wieder auf jeden Fall die Defensive ein wichtiger Baustein sein für den Sieg. Aber wir wollen auch offensiv noch etwas zulegen, das ist klar. En dat zal bij de Mannschaft vooral van Mario Gomez komen. Hij lijkt na zijn goal het blij te hebben gewonnen van Miroslav Klose. Oranje coach Bert van Marwijk zit met een groter probleem. Van Persie laten staan, of toch maar Klaas-Jan Huntelaar in de spits. Ook Mats Hummels weet het niet. Ja, ik heb deze saison gegen beide zweimal gespeeld. Gegen Huntelaar zeer erfolgreich, gegen Van Persie eher weniger. Der hat 3 Tore geschossen in 2 Spielen. Gut, der größte Unterschied ist natürlich der, dass der eine Rechtsfuß, der andere Linksfuß ist. Andererseits hat das eben auf dem Niveau auch nicht mehr viel zu bedeuten. Ich glaube, dass sie beide im 16er zu den mindestens Top 8 auf der Welt gehören, wenn es darum geht, Chancen zu nutzen. Vor allem Huntelaar war natürlich diese Saison in der Bundesliga für uns noch präsenter und umso beeindruckender, wie er quasi jeden Ball, der in der Nähe des Tores lag, reingeschossen hat. Und deswegen ist das eben eine große Aufgabe, entweder beide oder einen von den beiden dann so zu bewachen, dass sie gar nicht erst in die Situation kommen, weil das ist eben in Anführungsstrichen das Problem bei den Weltklasse-Spielern, dass sie nicht viele Chancen brauchen, um den Ball reinzumachen. Wie het wordt, zien we woensdagavond om 9:15.